Jetzt Howdy und willkommen zu einem weiteren Video mit dem Conna in Breaking Point. Wir haben uns gerade gefunden auf sehr witzige Weise. Ja, diese Fleischstückchen, die ich jetzt hier gerade... Die habe ich schon eingepackt. Okay, das passt. Oder ja, wolltest du die mitnehmen? Nee, nee, es ist okay. Ich glaube, ich habe gar nicht so viel Platz in meinem... Na doch, habe ich schon. Geht noch. Okay, was für Ziele haben wir heute? Keine Ahnung. Menschen killen. So, wir sind jetzt da unten bei dieser Solarzelle. Wir könnten... Wo könnten wir hingehen? Wir könnten Richtung Kavala laufen, denke ich mal. Jo, lass mal Richtung Kavala laufen. Das ist ja dann... Wir sind gerade auf dem Sandweg, also müssen wir auf den Asphalt und dann links. Ja. Da ist der Sandweg. Ja, der gute Connor hat gesagt, dass er mitspielt. Habe ich anderen... ja besprochen in West End. Ja, da ist es dir aufgefallen, da habe ich sogar den Text so eingeblendet mit EA. Ja, ist mir aufgefallen, tatsächlich. Okay, ja, wir können das ein bisschen so laufen. Ja, ich habe immer noch mein Loot von der letzten Aufnahme. Ich bin da nur von Saros nach da oben auf den grünen Turm gelaufen und zufälligerweise war Connor da auch an diesem grünen Turm. Und ich hatte Einlog-Probleme. Und da Connor ja eigentlich Survival ist, darf er ja eigentlich niemanden killen, aber da waren zwei Leute und ich war noch nicht da und er hat sie gekillt. Und dann übrigens, hab ich... diese beiden Leute waren übrigens auch Survivalist. Okay. Ja, und hab mich dann bei denen erstmal fett ausgerüstet. Ja. Und dann habe ich mich eingeloggt, weil ich nicht mehr wusste, dass ich mich da oben ausgeloggt habe. Ja, und dann habe ich erstmal so gesehen, dass vor mir eine Leiche liegt. Und dann sage ich so, ey, da liegt eine Leiche. Und er so, looten, looten. Dann habe ich eine andere Leiche gefunden. Und dann irgendwann habe ich diese Solarzelle gesehen. Und dann habe ich auch gesagt, ich bin in der Nähe dieser Solarzelle. Und dann er so, ja, ich auch. Und dann waren das wirklich seine Leichen. Das war... War schon richtig cool. Geil. Ja. Okay. Wieso läufst du so schnell? So, weil ich die ganze Zeit sprinte. Ja, ich auch. Also eine größere Waffe habe ich jetzt auch nicht. Deine ist aber noch Holz und Metall und meine ist eine Plastik. MXM Marksman ist Plastik, ganz genau. Ja. Die Karte ist halt ziemlich nebelig. Ja. Und ich habe die ganze Zeit eine rote Kette, eine offene. Jetzt nicht mehr. Wie oft soll ich es noch erklären? Rot, alle Ketten, die offen sind, sind nicht schlimm. Ja, ja, aber sie sind da. Und die Nerven. Sind nicht schlimm. Übrigens, die Häuser hier kannst du beiseite lassen, die habe ich schon gelootet, die zwei. Okay. War nichts drin. Jetzt ist wieder rote Kette da. Ja. Jo, und wie euch vielleicht aufgefallen ist, links oben seht ihr Temperaturen und sowas von meiner Grafikkarte. Ich wollte es jetzt eigentlich immer mit drinne haben, weil manche Leute gefragt haben, wie flüssig das Spiel läuft. Und... ob ich sie übertakte und ja, wie man sieht, ich übertakte sie und so ein Scheiß halt. Lass ich halt Afterburner im Hintergrund laufen, dann seht ihr da immer die Prozentzahlen. So, da hinten ist eine Kirche, ohne Turm. Das also, so ein Ding. Ist die Tür auch schon offen, also war hier auch schon jemand. Okay, wir sind ja jetzt eher auf Nahkampf, vielleicht sollte ich ja doch lieber eine Nahkampfwaffe benutzen. Spaghettis und Matchbox. Hast du auch noch eine Matchbox? Brauche ich Matchbox? Vielleicht mal gucken. Streichhölzer, ne? Ist ja klar. Ja, ja, das weiß ich, aber ich habe keins. Ja, ist hier drinnen in diesen Reisetaschen einmal. Okay. Diesen Reise. Spaghettis habe ich mitgenommen. Achso, brauchst du was zu trinken? Warte noch nicht, vorhin, nein. Weil du vorhin gesagt hast, du findest nichts zu trinken, ja, dann kam mir das so vor, als wäre es wichtig. Das habe ich noch nicht. Okay. Ist noch nicht nötig. Ja. Hier mit bekommt man das CZ ja sowieso erst mit. Standard. Okay. Hat die Munition? Ich glaube nicht. Man bekommt ja hier das Trinken und Essen nicht mit Zeichen oder so, sondern man hört es nur durch Magenknurren oder. Ich weiß gar nicht, wie es bei Wasser Hechel. Ist. Ah, Hecheln, okay. Okay. Ja,
16 FPS, Alter. Jetzt geht's wieder 20. Warte mal, in welcher Auflösung nehme ich das gerade? Wahrscheinlich in einer viel zu hohen. Da muss ich mir, ja, muss ich mir auch nicht wundern, warum das so leckert. Mal, ich stelle mal 720p aufnehmen. So. Jetzt haben wir auch die 20 FPS drin. Sieht jetzt zwar ein bisschen bescheuert aus, aber. Mein Gott. Geht halt nicht besser. Was brauchst du für Munition? Ich brauche Inventar. Einmal brauche ich 40 Round MP7 Magazine oder 5 Round 22 LR. Habe ich hier. Okay. Wie viele? Ah, da bist du ja. Einmal. Okay, dann nehme ich das. Hast du für die MP7 ein Visier? Nein, leider nicht. Ich habe hier ein Holo für dich. Oh, nice. Ah, ja, ein Visier dafür. Duct Tape können wir eigentlich mitnehmen, falls wir ein Auto finden. Habe ich mir jetzt mal mitgenommen. Ja. Okay. Zum Hülle reparieren. Ich habe auch schon eine Toolbox. Du anscheinend auch schon, weil die Leiche, die du da gekillt hast, die hatte immer noch ihre Toolbox dabei. Ja, natürlich habe ich die auch schon. Ich nehme immer alles mit, was ich brauchen kann. Wichtig. Da steht einfach so ein Häuschen wie bei King of the Hill. Ich habe gedacht, bei King of the Hill sind die dazu gemoddet, aber die stehen ja wirklich so rum. Ja. Hätte ich dir sagen können, hättest du mich gefragt. Ja. Hätte ich. So. Geil, ich laufe einmal ums Haus rum, um den Loot zu sehen. Da ist nichts drin, es sei denn, du brauchst 10 Round 303 British. Oder Karten. 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 Mal ein bisschen Karten spielen, ohne dass man die Karten hinlegen kann. Ich weiß nicht, gibt so viel Scheißdreck, für was braucht man das alles ohne Uhr? Hab ich schon. Aber ja, ein Makarov-Magazin. Painkiller nehme ich mal mit. Aber hier ist noch ein Makarov-Magazin drin, falls du eins benötigst. Bin ich eigentlich gut bedient mit, im Moment, eine Waterbottle. Habe ich doch schon eine, glaube ich sogar. Ja, jetzt ist gerade einer reingejoint. Wir sind gerade in der Aufnahme. Neo, halt die Fresse. Das war. Oh ja. Einen Kompass hast du auch schon, ne? Ach, ich habe hier nochmal Munition für dich. Die 5 Round 22, ja. LR. Lol, okay. Mal, wo bist du? In diesem kleinen Häuschen drinne. Ist da drin? Ah, okay. Und Waterbottles habe ich. Alter, dieses 10 Round British, ne? Das ist für die geile SKS. Nicht SKS, für die. M1, glaube ich. Heißt das Ding M1? Ich weiß es nicht. Die habe ich einmal gefunden, die ist richtig cool. Meinst du die M320 oder was? Nee, ne? Oder ist es die. Ist es die M320? Dafür sieht das Magazin wieder ein bisschen merkwürdig aus. Ich weiß nicht. Meine Grafikeinstellungen sind auf sehr hoch, aber irgendwie, sobald man ein bisschen vom Busch weg ist, ist es nur noch ein Stock. Ey, hier war ich doch. Hier eine Aufnahme schon? Irgendwie kommt mir das so bekannt vor. Als wäre ich hier schon mal lang gelaufen. Aber da müssten ja da links irgendwo grüne Türme sein, sind es aber nicht. Und das als Live, da ist man 100 Mal hier lang gefahren und so. Ja. Oh, da war eine Kiste. Ja, guck du die Kiste durch, guck du das Haus durch, ich guck das hier durch. Jo, okay. So. Bombenknife ist hier drinne. Okay. Und Honeyhoops. Ja, Honeyhoops. Was mit Honeyhoops essen? Ja. Ah, okay. Und Cornflakes eigentlich so. Weißt du, so Honeyhoops. Kennst du die nicht? Nee. Achso, doch, die sind diese runden Dinger, diese. Genau, die so nach Honig schmecken. Honey Hoops. Ja. Voll geil, die Dinger, die gibt's. Ich kenne die nur als Honey Loops, weil Loop Kreis, aber. Ja, eben, aber die dürfen doch hier keine. Achso, ja, okay, ja, stimmt, ja, okay, okay. Stimmt, ja. Deswegen heißt in Arma auch Red Bull Red Gull. Ja, das ist ja auch mega geil, oder Daisy. Pepsi, nee, Pepsi oder. Ja. Das ist schon cool. Aber irgendwie gefällt mir das hier mehr als Daisy. Auch wenn du hier mehr auf PvP gehst. Oh lol, hätten wir ein Auto, hätten wir jetzt hier schon richtig viele. Brauchst du noch eine Karte? Wahrscheinlich nicht, aber da wäre eine Waterbottle drin.
Graulix Cinder, ach du mein. Weil die sie ist zurzeit ziemlich langweilig. Aber wenn dann die ersten Autos und Zelte kommen und man sich dann Basen aufbauen kann. Sowas könnte man ja hier eigentlich auch machen, sich einfach mal so eine Basis bauen. Ja, man kann sich ja schon aus Nägeln und so mit Blueprints eine Kiste bauen. Einen Blueprint habe ich übrigens, ein Military. Okay. Ich weiß gar nicht, steht da auch dabei, was man braucht, wenn man mit dem Mauszeiger drauf bleibt oder so? Allows to construct a storage create, requires a hammer, two boxes of nail and three small wooden pallets. Okay. Ja, ich weiß gar nicht, ob das das Einzigste ist. Ja, ich weiß gar nicht, ob das das Einzigste ist, weil so ein Blueprint, ich habe bis jetzt immer nur so eins gefunden. Immer nur weiß diese ich auch nicht. Kiste. Oh, mein Bauch knurrt. Oder war das deiner? Meiner war es nicht. Das kam so leise rüber. Ne, ich habe schon länger nichts mehr gegessen. Hab ich was zu essen? Sonst habe ich genug. Nee, ich habe noch was zu trinken. Warte, hast du da irgendwas, wo man was hinlegen kann, reinlegen kann? Nee, da war gar nichts drin, wo man was hin. Warte mal, kann man die Kiste hier auch machen? Nee. Moment, dann tue ich gleich mal meinen Rucksack. Eben. Hat der genug Platz dafür? Der ist voll. Aber warte, die Empty Water Bottle kann ich raushauen, da müsste eigentlich reinpassen. So. Jo. Nice. Dann esse ich die mal schnell. Hast du dann noch was, oder? Hast du jetzt gegessen? Ja, klar. Ich schon. Gut, weil wenn du dann noch was hast, dann hast du ja für dich dann. Also ich brauche jetzt nichts mehr, nur falls du dann anfängst, Hunger ich zu haben. Ich habe noch Hoops und Cooked Meat. Oh, okay. Cooked Meat und sogar, das, hast du es mal gekocht. Und deine zwei Raw Meat habe ich auch noch. Ja, genau. Okay. Die beiden Raw Meat sollten wir übrigens mal kochen irgendwann. Oder was auch immer. Warte mal, da ist der Eingang. So, auf King of the Hill gespielt, aber nie den Eingang gelernt. Flashlights, Munition für dich, Woodpile. Gut, die Flashlight läuft mir rein, Munition habe ich keinen Platz mehr für. Painkiller passt noch, wenn man. Da wären zum Beispiel Woodpile schon mal. Wie viel braucht man nochmal? Yeah. Zwei, eins. Für das Blueprint? Drei. Mhm. Oh, drei. Okay. Bei mir passt aber gar keins rein. Okay. Das kriegt man ja auch nicht. Ich könnte aber auch mal aussortieren. So. Brauche ich beides nicht. WTF. Was hast du da für Visiere auf der Pistole? MRD. Das passt doch nicht auf die Makarov, ne? Nee. Ich wüsste. Der hat einen Schalldämpfer drauf und auf dem Makarov hat der, glaube ich, nicht der. Das ist ein 45er ACP und wir haben einen 9mm Makarov. Ja. So, dann kann man bestimmt. Ja, die Woodpiles kann ich doch noch mitnehmen. Gut. Hallo! Hi. What the fuck? Pass auf, wegen dem Jet. Ich bin gerade durch ein Haus. Jo, da fliegt er. Geile Peitsche. Ich dachte schon, jetzt Batsch muss ausholen. Nee, ich hab. War das gerade der Neo? Was war Neo? Der Neofron, oder wie der heißt. Ja. Warte. Das ist ja gut. Das ist der Neofron, das ist der schnellste Jet. Alles klar, weißt du?